Hallo zusammen, hier ist wieder Chiller und Toshi für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute geht es mal wieder um den Great Vault und da war ich schon recht fleißig. Ich war mit einigen Twinks unterwegs, insgesamt mit, glaube ich, 80 Chars habe ich den LFR durchgeballert, um da den Vault aufzufüllen für ein bisschen T-Mog. Und mit Main habe ich dann auch noch M-Plus gemacht, beziehungsweise war im HC-Raid. Heißt, wir fangen jetzt mit Main an, da haben wir erstmal das gute Gear in Anführungszeichen und das, ja, die ganzen anderen Chars gibt es dann ein bisschen T-Mog. Jetzt würde ich sagen, wir schauen nochmal wegen dem Lootsbecken. Ich lasse mal Wildheit drin. Dann gucken wir mal, was wir Schickes drin haben. Ich hoffe, wir haben ein krasses T-Mog-Item. Oh, ich sehe sehr viele Trinkets und auch eine Waffe. Also die Stangenwaffe ist schon mal Mystic, weil ich habe die bis 528. Also das ist schon mal Käse. Der Ring hat natürlich scheiß viel Versa drauf. Der wäre tatsächlich nicht schlecht. Wäre ein gutes Upgrade. Ist auf 5,22, bringt mir aber kein T-Mog. Und dann habe ich hier noch ein Trinket. Ja, weiß ich nicht. Hört sich jetzt nicht so berauschend an. Also das bringt mir alles schon kein Mog. Dann hätte ich einen Kopf, der mir T-Mog bringen würde. Von HC. Was habe ich denn für einen Kopf an? Ich habe Set an, ne? Tja, ich könnte den nehmen. Was haben wir hier noch? Ein Schmuckstück und ein Trinket. Tja, also ich bin echt am Überlegen, ob ich das T-Mog-Teil nehme, um es dann abzugraden für einen Mog-Teil mehr. Wisst ihr was? Beim Main mache ich eine Ausnahme und nehme mal nicht das T-Mog, sondern nehme den Ring für Upgrade, dass der ein bisschen Gear hat. Es ist eine schwierige Entscheidung, aber der Kopf, das wäre ein bisschen wasted. Wenn ich dazu komme, HC zu farmen, dann werde ich den sicher auch kriegen, ne? Wenn ich da X-Runs laufe, jetzt einen Teil aus dem HC, das bringt mir auch nicht sonderlich viel. Wisst ihr, was ich meine? Nehme ich den Ring, haue eine VZ drauf, habe ich ein bisschen mehr Gear. Schadet bestimmt auch nicht unterm Strich. Weil selbst wenn ich das jetzt dann umwandle für mein Set, also das Set will ich ja auf jeden Fall in der vierten Season fertig kriegen, weil ich vermute, die IDs fallen danach raus, bringt es mir nichts, weil ich ja den Kopf schon dementsprechend habe. So, dann würde ich sagen, tun wir den noch verzetten. Es ist eigentlich, ich glaube, so defensiv ist einer der besten Ringe, die man kriegen kann, weil er sehr viel Versa und das zweite Set, weil sie Tempo drauf hat, eigentlich genau das, was ich haben will. Und jetzt verzaubern wir am besten auch gleich noch Versa drauf. Und zwar Finger. Und dann haben wir die Vielseitigkeitsfinger. Wo haben wir denn? Vielseitigkeit, das müsste die richtige sein. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich versuche es immer gleich zu machen, sonst verplane ich es, ne? Und dann renne ich ewig mit einem unverzetteten Ring rum. Das wollen wir natürlich auch nicht. So, ich habe hier auch schon einen mit Tempo Versa, aber der ist halt quasi andersrum, ne? Also viel Tempo, wenig Versa. Bei dem Versa Masteries war jetzt auch nicht so verkehrt. Juti, also Gearing technisch war es ein guter Vault, T-Mog technisch, naja. Vielleicht könnt ihr mir ja gerne in die Kommentare schreiben, was ihr gemacht hättet, ob ihr lieber das T-Mog teilgenommen hättet. Gut, eigentlich bin ich nämlich mit dem Plus fertig, ne? Mein Score habe ich. Aber ich werde jetzt jede Woche noch einen Key laufen, um dann immer eventuell noch die Tiersachen rauszukriegen, um das HC beziehungsweise, nee, HC-Set habe ich fertig, Season 4, das Mythic-Set will ich fertig kriegen. Und ja, da werden wir dann ein bisschen gucken. Gut, jetzt gucken wir noch auf die Twinks und loggen die mal alle durch und schauen, ob ich da ein bisschen T-Mog habe. Also vielleicht, bevor wir das anfangen, ich kann euch mal zeigen, wie der aktuelle Stand bei den Twinks ist. Und zwar, wenn ich auf Dungeons gehe, am Amidrasil war ja letzte Woche, seht ihr, da brauche ich jetzt im LFR nur noch 3 Items und im Normal auch nur noch 3 Items. Also das sind, naja gut, das wird jetzt hier nicht vernünftig angezeigt im LFR, weil die zwei Sachen sind dann Upgrade-Items, aber die können wir hier anschauen. Also die Schultern, ne? Und dann haben wir hier einmal eine Taille und das hier ist, glaube ich, aus Season 3, aber das kann aktuell ja nicht aus dem Vault und nicht aus dem Amidrasil kommen, wenn es quasi aufgewertet ist, ne? Also da müsste ich ins unaufgewertete Amidrasil gehen, um das zu kriegen. Aber ich bin jetzt gerade am Überlegen im LFR. Achso, ja, hier genau beim Rad. Da waren noch zwei Sachen drin. Und das ist quasi das Gleiche. Also wenn ich das Item kriege im LFR, kann ich es direkt upgraden. Genau, also viel ist es nett. Wenn ich jetzt die Vaults aufmache, kann ich ja aus dem Pool quasi LFR Amidrasil kriegen, LFR
Averroes, da fehlen mir noch Meerseer der 17 und LFR Gewölbe, da fehlen mir noch richtig viel. Wobei das ein bisschen eine trügerische Ansicht ist, denn die ganzen Tokens, seht ihr, also diese ganzen Teile hier von der ersten Season, die sind natürlich hier auch drin, aber die können weder beim erweckten Raid rausdroppen, noch im Vault, weil das halt Season 1 Sachen sind. Ne? Also, ja, es sind theoretisch der Pool ein bisschen kleiner im LFR. Juti, dann würde ich sagen, legen wir los. Als nächstes haben wir dann den Hexenmeister. Jetzt gucken wir mal, was der Schickes drin hat. Die Sets habe ich übrigens jetzt LFR und Normal fertig. Warte mal, das kann ich euch kurz noch zeigen, bevor wir jetzt hier gucken. Also wenn wir an so Erweiterungsfeatures gehen, Belebungskatalysator Season 4, seht ihr, dass nur noch das HC und Mythic Set drin, also Normal und LFR, habe ich jetzt Season 4 komplett fertig. Also wir müssen von dem Stuff, was hier rauskommt, eigentlich nichts in den Katalysator packen. Okay, das sind jetzt drei Items, die mir eigentlich nichts bringen. Schau mal, da ist ein Hals. Oh, der wäre für mein Main auch richtig gut mit dem richtigen Item-Level. Klar, ich könnte jetzt auf Gear-Upgrade gehen, mache ich aber tatsächlich nicht, weil ob die Chars jetzt krass besseres Gear haben, ist eigentlich wurscht. Wir kaufen uns quasi die Marken hier. Ein Stück. Und eventuell kann ich dann später noch Sachen auf AC upgraden, beziehungsweise dann die Sachen benutzen, um auf Mythic abzugraden, wenn ich irgendwann Ende der Season auf das HC und Mythic Set gehe. Ne? Klar, ich könnte jetzt auch hier ein bisschen Gear Upgrade betreiben, aber das ist mir eigentlich relativ wurscht. Ne? Da sind die Marken tatsächlich auf die lange Sicht das Sinnigere. Dann haben wir als nächstes einen Priester. Gucken, was der Schickes drin hat. Ich brauche zwei Stoffseile aus meinem Mithrasil. Vielleicht sind die zufällig drin. Ne, eine Taille, Hals und Ring. Ne. Den Hals habe ich sogar den komplett gleichen, seht ihr das? Naja, nehmen wir auch die Marken. So, dann haben wir noch einen Mage. Jetzt gucken wir mal. Drei Stoffchars. Vielleicht ist eins von den Teilen drin beim dritten. Ein bisschen Glück haben. Das sieht schon wieder schlecht aus. Da sehe ich an den Icons, dass ich es nicht brauche. Naja, das ist die Schildhand, die habe ich schon x-mal bekommen aus Averroes letzte Woche. Einen Hals und noch einen Hals. Belastend, dann werden wir... Ja, komm, wir nehmen auch wieder die Marken, hilft ja nichts. Jetzt bin ich gerade die Marken am Lernen, ne? Und ich sehe, der hat die Schildhand sogar im Inventar rumliegen, seht ihr das? Also die hatte ich schon aus Averroes von letzte Woche, die habe ich so oft bekommen, deswegen kenne ich das Icon. Dann haben wir als nächstes einen Krieger. Schauen wir mal, ob vielleicht was aus dem Vault dabei wäre. Also Vault Incarnate. Oh, das habe ich glaube ich schon, oder? Schild, ja, das ist aus dem Vault. T-Set brauche ich auch nicht. Und Schmuckstück brauche ich auch nicht. Och, Menno, das sogar auch fürs Gear-Upgrade ist es nicht besser. Naja, nehmen wir hier auch die Marken. Also langsam zweifle ich dran, ob das mit dem Vault-Auffüllen sich überhaupt rentierte letzte Woche, ne? Nur Kack drin. Nur Kack. Gut, dann haben wir als nächstes einen Shami. Ich hoffe, der hat ein bisschen besseren Loot drin. Kette brauche ich, glaube ich, auch nochmal eins aus dem Amethrasil. Oh, was haben wir da? Rücken brauche ich nicht, Hals brauche ich nicht. Was haben wir hier Schönes? Aus Averroes. Das nehmen wir doch. Zumindest schon mal das erste T-Mox. Sehr schön. In den Katalysator brauche ich es nicht packen. Da hatte ich anscheinend auch das Normal-Teil schon. Und, oh, das ist sogar auch vom Item-Level besser. Perfekt, können wir auch gleich anziehen und weiter geht's. So, der nächste ist ein Evoker. Evoker. Und was hast du Schickes drin? Das sieht nach Gewölbe aus, die ersten zwei. Das könnte was sein. Das ist das Set. Okay. Der hat natürlich Season 1 Set. Das bringt mir alles nix. Ja, wären schon gute Upgrades, ne? Aber wir bleiben hier auf dem T-Mog-Pfad und nehmen die Marken. Haben schon die Ausnahme beim Main gemacht. So, dann haben wir einen Demon Hunter. Und was so schick ist. Ah, das ist auch wieder Tierset, oder? Ach, schau mal, das ist der Kopf, den ich vorher im HC drin hatte beim Main. Die Lederschuhe? Oder der Kopf? Ich glaube, ich nehme hier tatsächlich lieber die Schuhe. Weil den Kopf kann ich theoretisch auch aus dem Ding rauskriegen, ne? Aus den, von dem M, nee, nicht M+, sondern hier Timewalker
Kollegen, der dir die Quest gibt mit 5 Timewalker Dungeons, dann kann ich quasi den Normal-Kopf rauskriegen und dann müsste das eigentlich so rum besser sein. Weil die LFR-Schuhe kann ich da eigentlich nicht rausbekommen. Jo, nehmen wir die. So, upgraden muss ich sie auch nicht. Aber anlegen können wir sie. Die sind tatsächlich besser. Und da haben wir T-Mog Nummer 2. Als nächstes haben wir den Priester. Und der hat hoffentlich was Schickes. Okay, das sind 2 Aberros-Teile. Das sehe ich direkt. Und eins aus dem Volte Incarnate. Und was ist das? Ja, also das ist aus dem Gewölbe. Aberros und ebenfalls Aberros. Und das brauche ich tatsächlich noch. Und muss es sogar auch noch upgraden. Na wunderbar. Das gibt dann gleich 2 T-Mogs. Für den Preis von einem. Gut, jetzt gucke ich mal. Können wir das auch anlegen? Ist das besser? Nee, tatsächlich sogar nicht. Ich habe einen 493er. Ich vermute jetzt aber mal, dass ich da gar keine Marken für zahlen muss, oder? Wenn ich es upgrade. Auf 5. Perfekt, dann haben wir das auch noch. Und obwohl, das jetzt ist es ja quasi das gleiche Item-Level. Ja, aber bleibt sich gleich, ne? Keine Ahnung, was der Priester jetzt für Stats braucht. Ist auch wurscht. Loggen wir weiter. Als nächstes haben wir den Schurken. Und hier habe ich jetzt gerade mal so ein bisschen nachgeguckt, zwecks den Dolchen, ne? Inwiefern, ob ich quasi auf Täuschung und Gesetzlosigkeit stellen muss. Aber ich brauche noch beides aus dem Gewölbe, also das bleibt sich gleich. Okay, wir haben einmal ein Set und das ist auch ein Set. Und das hier habe ich leider auch schon. Also dreimal eine Nullnummer. Ja, Gearing-technisch wären die Handgelenke ein Upgrade, aber wir nehmen auch wieder die Marken. Dann haben wir noch einen Druid. Mal gucken, was hat der drin? Brauche ich nicht, brauche ich nicht, brauche ich nicht. Belastend. So, jetzt ist es aber die Sache bei einem Druid. Ist es eigentlich wurscht, da brauche ich die Marken nicht nehmen, weil ich eh alles mit Main upgraden kann. Dann nehmen wir jetzt hier einfach den Rücken, ne? Also, mit Main habe ich ja eh die ganzen Marken und dementsprechend. Wobei. Wo, ja, ich krieg das. Das Item habe ich ja mit Main auch, also. Naja, ist nicht gleich, wir können den Umhang nehmen, alles gut. Haben wir keinen Fehler gebaut. Ich dachte mir jetzt gerade, die Hände, die müsste ich auf Mythic upgraden, aber die habe ich mit Main ja auch und mit dem habe ich ja eher Marken als mit dem Twink hier. Dann geht's direkt weiter mit dem nächsten Druid. Mal gucken, was der Schickes hat. Ah, das ist schon mal eine komplette Nullnummer. Also wir haben den Ring, ein Trinket und natürlich Teset-Hände. Ja. Tja. Komm, wir nehmen den Ring. Tempo Mastery ist natürlich jetzt auch nicht optimal, ne? Gut, weiter geht's. Als nächstes sind wir dann auf dem Monk. Und was haben wir hier Schickes? Lederhände aus Aberus. Das ist doch schon mal gut. Auch eine Brust aus Aberus. Ha. Schwierige Entscheidung. Schwierig. Wisst ihr was? Wir schreiben uns jetzt mal die 2 Sachen aus. Das ist natürlich jetzt unlucky, dass der eine Char jetzt 2 Sachen gekriegt hat, die ich brauche. Ich schreibe mir die jetzt kurz in meine Liste auf. Schreibe mir den Char auch noch mit dazu. Und eventuell kriege ich ja eins von den beiden Sachen mit einem anderen. Und kann dann hier nochmal zurücklocken. Centus of Ereda war das. Und dann guckt man dann später nochmal bei dem. Ah, beides ist Aberros, ne? Ja, gut. Dann haben wir als nächstes einen Shami. Und was haben wir da Schickes? Das sieht aus wie eine Schulter und eine Waffe aus dem ersten Raid, oder? Ah, ne, Streitkolben ist das. Kette. Jetzt haben wir hier nochmal 2 Items. Das gibt's doch gar nicht. Okay, das ist aus dem Gewölbe. Und das hier ist aus Aberros. Das gibt's doch nicht. Die ganze Zeit kriege ich gar nichts. Und jetzt kommen immer 2 Sachen. Okay, dann schreibe ich mir auch das auf. Wahrscheinlich werden wir jetzt nicht zufällig die Items nochmal bekommen, aber ne, probieren wir es jetzt einfach mal. Also, die schreiben wir uns auf und das ist Agara, auch auf Erreta. Und dann gucken wir weiter. So, jetzt bin ich dann mal gespannt, ob wir diesmal vielleicht mal ein Item kriegen, was ich auch brauchen kann, wo ich nicht entscheiden müsste. Und zwar hier auf dem Mage, Brust, nee, das ist ein Umhang, keine Brust, Schulter und Kopf. Na super, jetzt haben wir wieder gar nichts dabei. Belastend. Naja, gut, dann nehmen wir hier halt die Marken. Was ich theoretisch auch immer noch gucken könnte,
ob ich mit den Marken irgendwas upgraden kann, ne? Da irgendwas rumliegt. Schau. Schau mal an den Stab, könnte man theoretisch upgraden. Gut, dass ich geguckt habe. Also der, den könnte ich quasi dann auf HC-Item-Level, oder? Müsste das sein? Einmal upgraden. Dann gibt es nochmal einen T-Mog. Ach, schon mal, die Quest haben wir sogar hier auch nicht gemacht, komischerweise. So, also. Na, wunderbar. Auch nochmal zumindest ein Waffen-T-Mog. Da haben die Marken schon was gebracht. Und jo, dann schauen wir mal weiter. Bei den anderen Chars sollte ich das jetzt vielleicht auch immer mal machen, dass ich einmal drüber gucke. Dann haben wir einen Hunter. Und was hat der Schickes drin? Die Hose vielleicht? Set, Trinket, Finger, das bringt mir alles nix. Dann nehmen wir hier wieder die Marken. Und ja, wir schauen jetzt einmal wieder drüber, ne, wie es aussieht mit dem Gear. Ob da irgendwas dabei ist, was ich upgraden kann? Ne, obwohl... das müsste ich auf Mythic upgraden, ne? Also dafür reichen die Marken dann trotzdem nicht. Das sind ja hier quasi nur die HC-Marken, ne? Also fürs letzte Upgrade, wo es dann T-Mog gibt, also auf 5, ne? Da bräuchte ich dann die Aspektwappen. Als nächstes haben wir dann noch einen Priester. Oh, das sind alle Set-Teile, oder? Einmal Set, zweimal Set, dreimal Set. Das sehe ich schon von den Icons mittlerweile. Gut, dann nehmen wir die Tokens. Jetzt gucken wir bloß kurz, ob da noch was dabei ist, was ich upgraden kann damit. Nee, der Stab. Gut, Trinkens und Ringe brauche ich eigentlich eh nicht gucken, ne? Ist eigentlich ein bisschen dämlich. Also hier die Hände wären zum Beispiel ein großes Upgrade gewesen. Aber, naja. Vielleicht kriegen wir ja nochmal irgendwas und dann sind die Dinger hier wahrscheinlich besser investiert als ein bisschen Gear, ne? Beauty, schauen wir weiter. Als nächstes haben wir einen Hexenmeister. Das eine ist aus dem Vault, Arborus und Amiadrasil. Okay, das brauche ich schon mal nicht. Das aus Arborus auch nicht, aber hier vielleicht? Nee, schade, das habe ich auch schon aus dem Gewölbe. Ja gut, dann nehmen wir auch hier wieder die Marken. So, dann haben wir jetzt hier noch einen Paladin. Gucken, was der Schickes drin hat. Das könnte was sein, oder? Nee, das haben wir schon. Den Hals haben wir auch schon. Und die Waffe haben wir ebenfalls schon. Vielleicht müsste ich da den Loot-Spec immer ein bisschen ändern, je nachdem, was ich für Waffen noch benötige, ne? Fällt mir jetzt gerade auf. Müsste ich mal bei Arborus und im Gewölbe durchgucken, was da jetzt noch aussteht. Achso, hier den Chimer noch checken. Ich hab's jetzt... schau mal, das können wir upgraden. Ja, gut, dann nehmen wir die Marken und graden das gleich ab. Alter, jetzt hätte ich fast das Falsche gekauft hier. Knapp. Auf Flugstufe, wie viel kriegt man denn da? 75, naja, das rentiert sich ja nicht wirklich, wenn ich ehrlich bin. Erst gedacht, da kriegt man vielleicht ein paar mehr, ne? Aber mit 75 Flugsteinen, naja. Naja. Kann jetzt auch nicht so viel anfangen. Weil es kostet nur eins, ne? Also kannst du 6 mal 75 kaufen, dann kommt dann vielleicht doch schon ein bisschen was zusammen. So, dann quatschen wir jetzt einmal mit dem Kollegen hier. Und graden, was haben wir hier? Das hier einmal ab. Und zwar auf 5. Und haben damit auch den HC-Umhang. Wunderbar. Juti, dann gucken wir weiter. Dann haben wir noch einen DK. Und was haben wir da Schickes? Einmal Schultern, Hände und ein Trinket. Okay, das ist auch alles nix. Dann nehmen wir wieder die Abzeichen. Der nächste Char ist jetzt ein Hunter. Und die Armschienen könnten was sein. Nee, die habe ich auch schon. Das haben wir auch schon. Und Set haben wir natürlich auch schon. Okay, dann nehmen wir auch hier die Marken. Gucken wir mal. Ja, wäre sogar alles ein gutes Upgrade, ne? In der Theorie. Vielleicht kann er die Marken gleich für irgendwas brauchen. Nö. Schaut schlecht aus. So, dann haben wir einen Monk. Vielleicht ist eins von den Items drin, was wir vorher beim anderen Char hatten. Also gut, der Amboss ist ein gutes Trinket, ne? Aber bringt mir natürlich jetzt hier nichts. Handschuhe. Das bringt mir alles nichts, ne? Bringt mir alles leider nichts. Dann haben wir als nächstes nochmal einen Hunter.
Warte mal, haben wir das nicht vorher irgendwo? Nee, die hieß ein bisschen anders, ne? Haben wir aber ein ähnliches Icon. Oh, super, kriege ich jetzt hier wieder zwei Sachen. Warum Blizzard? Wenn, dann kriege ich gar nichts oder zwei Sachen, die ich brauchen kann. Das ist vom Rat aus Amidrasil, das Item. Also es wäre wahrscheinlich jetzt clever, auch wieder alles erstmal durchzugucken. Ich nehme jetzt aber hier die Schuhe, weil das ist das letzte Ketten-Item aus Amidrasil, was ich brauche. Danach habe ich tatsächlich alles. Und dann sind wir da zumindest schon mal durch. Jetzt gucke ich mal. Ja, die Schuhe sind sogar besser. Sind sogar besser. Vielleicht werde ich es später bereuen, wenn ich sie nochmal wo drin habe. Aber jetzt ist zumindest in Amidrasil da das Kettenzeug raus, oder? Jetzt gucken wir mal schnell nochmal nach. Also, genau. Jetzt sind es hier nur noch zwei Sachen. Also hier das Stoffteil und im Normal dann quasi das hier zum Upgraden, ne, was halt auch Stoff ist. Also die beiden Stoffsachen brauche ich jetzt da nur noch. Und halt das Shami-Token, aber das kriege ich ja wie gesagt nicht in der Season 4. Außer ich würde in den Raid reingehen, wenn er nicht quasi abgegradet oder erweckt ist, heißt ja. Dann haben wir als nächstes einen Magier. Was haben wir da? Achso, das sind zwei Trinkets und Handy, die ich nicht brauche. Perfekt. Das sah jetzt irgendwie so aus, ob es irgendwas Tolles sein könnte, aber naja, klar, ist ein Trinket. RIP an der Stelle. Ah, als nächstes haben wir einen Hexer. Jetzt gucken wir mal. Vielleicht eins der zwei Amidrasil-Teile. Warte mal, das sieht doch... Ah, nee, die sehen nur so ähnlich aus. Ah, die Icons sind recht ähnlich, ne? Oder warte mal, das waren die Schuhe, die mir auch noch ewig gefehlt haben. Ich habe nämlich ein paar Sachen, wo ich jetzt am Ende echt richtig, richtig lang dran war. Na, das ist der Gürtel. Andere, das war von Volcorosso, wie der heißt, ne? Das Teil. Das sind quasi die Schuhe hier, oder? Genau. Die hat mir auch noch ewig gefehlt. Ne, da hatte ich die verwechselt. Naja, gut. Was nehmen wir jetzt hier? Ja, nehmen wir die Marken. Dann haben wir noch einen Druid am Start. Die Taille brauche ich nicht, die Handgelenke auch nicht, den Ring auch nicht. Wir können jetzt aber hier dennoch, also gut, dass die Taille macht gar keinen Sinn, Gearing technisch. Der Ring wäre nicht schlecht. Komm, wir nehmen den Ring. Beim Druid lohnt sich ja die Marken nicht, ne? Dann können wir hier ein Gearing-Item nehmen, so. Ah, als nächstes haben wir einen Hunter. Und was hast du Schickes? Mal da, ach, einen Bogen, den habe ich schon. Hände, Schultern. Schade aber auch. Ja gut, nehmen wir die Marken. Und dann haben wir als nächstes einen Monk. Hm, schade aber auch. Das ist alles nix. Ja, nehme ich auch die Marken. Ah, als nächstes haben wir einen Demon Hunter. Nee, das ist auch schon wieder nichts, das sehe ich gleich. Und einmal Marken. Dann haben wir einen Worry. Oh, mit dem habe ich nur zwei Dinger gemacht. Okay. Dann habe ich den Vault nicht fertig ausgefüllt. Naja, gut, egal. Haben wir halt nur zwei Münzen. Besser als nix. So, als nächstes haben wir ein DK. Nee, das ist auch schon wieder nix. Aber schon wieder nix. Weiter geht's. Sudala. Ich habe jetzt aber gesehen, nachdem ich mir die Marken hier abgeholt habe, dass der eine Hose anhat, die ich quasi noch upgraden kann, und zwar... Ach, kacke. War schwierig. Kann man nicht hier die Dinger umtauschen? Warte mal, da war doch was. Naja, das tut jetzt zwar ein bisschen weh, aber... Machen wir das mal so. Der hat anscheinend nicht genug Drachenwappen, ne? Mal jetzt mal die Würmer in Drachen umgetauscht. Und jetzt können wir das upgraden. So, und jetzt hat er quasi auch eine Hose auf HC-Item-Level. Jetzt müsste ich mal noch kurz reinschauen. Ah, guck mal. Die HC-Hose könnte ich auch noch in Volt packen. Das machen wir doch gleich mal. So, dann schauen wir doch mal. Also, packen wir sie rein. Jawollo, da gibt es die Set-Hosen für HC. Wunderbar.
Der Sound noch mal ein Timok mehr. Gut, dann haben wir jetzt noch einen Paladin. Die sehen genauso aus wie diese Stoffschultern, die ich nur brauche, ne? Okay, nee. Also zumindest ähnlich vom Icon. Okay, das brauche ich alles nicht. Schade, aber auch. Dann haben wir noch hier einen Druid. Mal gucken, was der so Schickes hat. Nee, das kannst du wieder vergessen. Also Ring wäre ein Upgrade, Schuhe wäre ein Upgrade, Helm. Ein kleines Upgrade. Wir nehmen den Ring. Machen wir es so rum. Bisschen Mastery, bisschen Tempo. Dann haben wir direkt noch einen Druid. Auweia, was ist denn das für ein Vault? Ring, Ring und Trinket. Ja gut, ich habe hier Vermeidung und hier einen Sockel, aber der ist mit Versa. Wir nehmen den Ring für den Druid. Und dann haben wir gleich noch einen Druid. Vielleicht diesmal irgendein guter Loot. Nee, das wird auch schon wieder nix. Sehe ich direkt. Trinket brauchen wir nicht. Umhang wäre ein kleines Upgrade. Brust wäre auch wasted. Warte mal, hat der irgendwas? Passt der Umhang dann das Beste, was ich nehmen kann? Ja, komm, nehmen wir den Umhang. Oder ich nehme Gold, ne? Na komm, scheiß drauf. Dann haben wir jetzt einen Monk. Das Trinket ist ziemlich big. Das macht richtig Schaden. Aber wir nehmen hier auch die Marken. Das wäre natürlich schon ein sweetes Teil. Aber gut, egal. Bestimmt nur irgendwas, was wir upgraden können, oder? Nee. Oder doch, das können wir mit den Marken upgraden. Und das nur mit den Mythic-Marken. Okay, aber... zumindest können wir die Teile schon mal hernehmen, um ein Ding abzugraden. Das ist doch schon mal was. Zumindest ein T-Mock. Dann quasi die Handschuhe auf HC im Set. Okay, also packen wir das ein. Wunderbar. Dann haben wir noch einen Pali und... nee, das ist alles nix. Wieder dieses eine Trinket, ne? Schade aber auch. Ja, nehmen wir die Marken. Als nächstes haben wir den Demon Hunter. Und was hat der Schickes? Gerade, das hatte ich jetzt gerade gedacht. Vielleicht können wir es noch brauchen, ne? Das Aberros, aber nee. Ja, dann nehmen wir wohl auch die Marken. Dann haben wir noch einen Monk. Eine Brust. Können wir auf jeden Fall schon mal nehmen. Warte mal, war das nicht eins von den Items? Weil ich hatte ja schon mal einen anderen Monk. Nee, das war keins von den Items. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Also die haben wir tatsächlich noch gar nicht. Können wir die auch noch upgraden? Schauen wir mal, ob die auch... ah ja, schau mal, das ist sogar ein richtig gutes Gear-Upgrade noch. 418 hatte ich da noch an. Perfektes Teil. Das war das loweste Item, was ich anhatte. Und dann noch zwei MT-Mox. So muss das. So. Wunderbar. Dann haben wir nochmal einen Paladin. Okay, die Schuhe brauche ich nicht. Den Umhang auch nicht. Und den Kopf auch nicht. Okay, dann werden wir wohl hier auch mit den Marken gehen. Dann haben wir noch einen Evoker. Und was hat der Schickes drin? Nee, das ist ein Setkopf, den brauche ich nicht. Die Schultern. Warte mal, war das nicht eins von denen? Nee, das war auch ein anderes Item. Und eine Brust. Okay, dann ist ja relativ klar, was wir nehmen. Aus dem Gewölbe die Schultern. Und die kann ich dann auch direkt nochmal upgraden, so wie es aussieht. Schauen wir mal. Ja gut, da habe ich schon bessere. Da hätte ich auch die größeren Marken brauchen können. Seht ihr das? Das hätte man auch upgraden können. Aber gut, dann beim nächsten Mal. Oder wenn ich als Timewalker dann schon so irgendwas laufe, dann kann man das dafür hernehmen. So, jetzt packen wir das mal hier rein. Zumindest muss ich jetzt hier keine Wappen mehr zahlen. Gut, so viel dazu. Dann haben wir noch einen Shami. Nee, das brauche ich nicht. Die brauche ich auch nicht. Und den brauchen wir auch nicht. Dann nehmen wir hier auch die Marken. Jetzt habe ich gerade nochmal durchgeguckt.
Und zwar habe ich hier eine Hose, seht ihr? Die bringt mir zwar vom Upgrade her nichts, aber wenn wir jetzt hier gucken, brauche ich die HC-Hose noch. Heißt, ich kann das Ding jetzt upgraden auf HC-Item-Level, dann in den Katalysator packen und dann habe ich quasi auch die HC-Hosen weg. Und das würde ich sagen, machen wir jetzt mal fix. Wahrscheinlich ist das bei dem einen oder anderen Char jetzt auch noch möglich, dass ich mit den Upgrade-Dingern irgendeinen Teil quasi, was zwar jetzt hier nicht direkt angezeigt wird, dass ich einen T-Mog rausziehe, aber wenn ich es dann in den Katalysator packe, dass ich dann einen T-Mog kriege, ne? Aber dafür habe ich dann hier WoW Thing und da gucke ich mir das später mal nochmal an, ob ich irgendeinen Char da verpasst habe. Da kann man das mal ganz schick aufgedröselt sehen, tatsächlich. So, Dela. Also, jetzt wandeln wir das hier einmal um. Und dann haben wir doch noch einen T-Mog bekommen. Als nächstes haben wir noch einen Evoker. Schon wieder eine Nullnummer. Wir bleiben einmal wieder bei den Marken. Und wir können eigentlich jetzt nochmal kurz durchgucken. Nee. Da ist nichts dabei zum Upgraden. Schade, schade, schade. Naja, kaufen wir die Dinger. Packen sie schon mal hier in den Markentab. Und ja, vielleicht kriege ich dann nächste Woche oder die Wochen darauf irgendwas. So, dann haben wir hier nochmal einen Chami. Und was haben wir Schickes? Ne, das ist schon mal wieder alles nix. Setkopf. Alles und Trinket. Das können wir schon mal alles weghauen. Ah, schade. Eventuell können wir noch was upgraden. Ne, da sehe ich jetzt auch nix. Die Schultern. Aber Shami hatte ich ja vorher geguckt, da hatte ich das Set schon. Nee, das sieht leider schlecht aus. So, dann gucken wir mal, was der Priester hier noch hat. Set, auch Set und ein Trinket. Ja gut, dann nehmen wir hier auch die Marken. Dann haben wir als nächstes noch einen Hunter. Okay, Schultern. Die brauche ich. Okay, das ist eine klare Sache. Wir nehmen den Kopf. Endlich mal wieder was aus dem Gewölbe, ne? Von Eranok. Sehr schön. Der besser? Ja, der ist besser als das Ding, was ich habe. Dick, legen wir das gleich mal an. Oh, schon mal, der hat die Quest auch nicht gemacht. Dann können wir das gleich einmal upgraden. Ah, der hat die Marken nicht. Das ist natürlich blöd. Und der hat auch zu wenig Flugsteine. Das ist natürlich auch blöd. Brauche ich einen. Ich glaube, mit dem haue ich den World Boss mal um. Dann müsste ich die Marken hoffentlich haben. Jetzt schauen wir mal, ob das langt. So, da jetzt müsste ich genug Marken haben. Jetzt probieren wir das Ganze nochmal. Was wollte ich jetzt noch upgraden? Ach ja, den Kopf, genau. So. Wunderbar, dann haben wir das auch. Beauty, dann haben wir noch einen Chami. Oh, das Trinket ist ziemlich stark. Das ist nicht schlecht. Aber das bringt mir alles nichts. Wir werden die Marken nehmen. Ah, es tut schon weh. Ich habe schon richtig lowe Sachen an, ne? Naja, aber die Marken sind wichtiger. Dann haben wir als nächstes noch einen Hexenmeister. Was haben wir da? Einen Stab, Schildhand und eine Brust. Wunderbar. Die ist aus Aberus. Okay. Können wir dann sogar auch noch upgraden, ne? Jetzt muss ich bloß kurz gucken. Ich hoffe, ich habe mit dem Marken. Jawohl, ich habe mit dem Marken. Sehr schön. Ich war mir jetzt kurz nicht sicher, ne? Weil ich habe nicht mit allen diese Weekly Quest gemacht. Manche habe ich auch komplett über Time Walker hochgezogen, dass ich LFR Item Level habe, nur dass ich queuen kann. Und die haben dann natürlich keine von diesen Marken zum Upgraden. Aber hier sieht's gut aus. Dann haben wir als nächstes einen Evoker. Euch alles nicht so, wie es aussieht. Dann können wir noch gucken, eventuell können wir was upgraden. Nee. Nö, das sieht ganz schön schlecht aus. Also der hat ja richtiges Ramschgear, so wie ich es jetzt hier gerade sehe.
Aber zumindest hat's fürs Ding gereicht, ne? Für ein LFR zum Qen. Dann haben wir direkt noch eine Evoker. Ah, die hatten wir vorher schon mal, ne? Da kann ich mich dran erinnern. Na, das brauche ich alles nicht. Schade, schade. Nehmen wir wieder die Marken. So, beim Checken der Items ist mir aufgefallen, dass ich die Schuhe hier noch upgraden kann, ne? Das können wir jetzt noch machen. Vor allem, der hatte schon einen Haufen von den Würmwappen. Keine Ahnung, irgendwie habe ich das letzte Mal nicht gemacht, aber jetzt haben wir das auch abgegradet. Und ja, jetzt könnte ich eigentlich auch noch mal kurz gucken, wie es aussieht mit dem Katalysator. Ob da vielleicht hier noch was drin ist. Was haben wir denn da? Kopf, Beine und das sind Schultern. Okay. Warte mal, das Set, die Schuhe sind ja... Na gut, das bringt mir auch nichts, ne? Ja, okay. Ich habe jetzt gerade überlegt, von welcher Season die Set-Sachen sind. Aber die scheinen aus einer Season zu sein, wo keine Off-Piece quasi im Set dabei waren. Also brauche ich da gar nicht gucken. Dann haben wir jetzt noch einen Hunter. Schade, alles set. Okay, dann nehmen wir hier auch die Marken. Dann haben wir als nächstes noch einen Worry. So, das ist alles nix, wie ich das sehe. Ja, dann nehmen wir wohl hier auch die Marken. Schwierig, 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 schwierig. Dann würde ich sagen, checken wir noch ab, ob ich noch irgendwas upgraden kann mit dem. Aber ich meine, da dürfte nichts dabei sein, oder? Nee, vielleicht die Brust auf HC eventuell, dass wir das noch machen könnten. Aber Brust HC habe ich jetzt auch schon nebenbei auf WoW Thing nachgeguckt. Brauche ich auch nicht. Nee, nehmen wir die Marken und weiter geht's. Als nächstes haben wir den Priester. Und was hast du Schickes drin? Oh, war ja dreimal Zong, oder? Nee, das ist sogar ein Streitkolben. Gut, das können wir dann eigentlich alles sein lassen. Nehmen wir hier auch die Marken. Jetzt werfe ich mal noch einen kurzen Blick aufs Gear. Da irgendwas hochbasteln können. Ich könnte theoretisch diese Hände, aber da habe ich anscheinend schon das Set. Meine Taille, da habe ich auch schon das Set, so wie es aussieht. Nö, da können wir aktuell nichts mit anfangen. Vielleicht noch die Waffe? Nee. Okay, dann holen wir uns die Marken und weiter geht's. So, ich habe jetzt auch nochmal WoW Thing durchgeguckt und mit dem Magier konnte ich mit den Marken, ne, die wir uns ja am Anfang geholt haben, diese Würmwappen, konnte ich noch zwei Sachen upgraden auf 5 von 5 und zwar einmal den Kopf, der mir jetzt hier einen T-Mog bringt, wie ihr seht, und die Handschuhe auch, ne? Also, das ist dann immer ganz gut, wenn man nochmal durchguckt. Heißt, diese Hände, die kann ich jetzt auch nochmal in den Katalysator packen. Ich habe zum Glück auch zwei Aufladungen. Hat ja auch gleich schick einen Zweier-Set-Bonus oder sogar jetzt drei Teile und zwei T-Mox mehr. Dann haben wir als nächstes einen Druid. Okay, die drei Sachen sind schon mal nichts. Kleines Upgrade. Ja, das wäre schon größeres und das Trinket auch. Was nehmen wir denn? Keine Ahnung, welches besser ist. Wir nehmen jetzt das, was ein höheres Item-Level hat und gut ist. Ist es bei dem Trinket relativ wurscht. Relativ wurscht. Vor allem das eine ist ein Proc-Trinket. Das ist immer besser, ne? Dass ich mir nicht nur 5000 Sachen rausziehen muss. Juti. So, dann haben wir noch einen Paladin. Ein Streitkolben und zwei Sets. Ach, das Ding ist, ich meine, bei dem Pala hatte ich auch noch irgendwas zum Upgraden. Ja, ich hätte die Schultern hier upgraden können, ne? Aber gut, dann nehmen wir auf jeden Fall den Streitkolben. Warte mal, ist das nicht sogar? Nee, das ist keiner von den anderen Chars, ne? Der ist jetzt aus dem Gewölbe. Guck ich nochmal? Nee, die hießen anders. Die anderen Items, okay. Das ist sogar ein Zweihand-Streitkolben. Heißt, den brauchen wir dann gar nicht anlegen. Ich habe ja mit dem jetzt hier Tank ausgewählt. Brauche ich eine Einhandwaffe, aber fürs T-Mog nehmen wir es natürlich mit. So, da la. Wunderbar, ist das auch durch und weiter geht's.
Dann haben wir als nächstes noch einen Magier. Ah, die Brust hatten wir vorher mal gekriegt, ne? Set, okay, das brauche ich alles nett. Ich meine, da hatte ich auch irgendwas, was ich upgraden konnte noch. Nee, sehe ich jetzt gerade nicht, aber wir nehmen trotzdem die Marken. Jetzt müsste ich nochmal kurz auf WoW Think gucken. Ich meine, dass ich bei dem Magier auch noch irgendwas hatte. Ah, das ist der andere Magier. Meine Chars heißen alle so ähnlich. Okay, der heißt Telora und dann gibt es einen anderen, der heißt Telorena. Der hat noch ein Item, was ich upgraden kann. Ja, gut. Da müssen wir dann hart nochmal schauen. Als nächstes haben wir jetzt hier noch einen Demon Hunter. Oh, was ist das für eine Waffe? Die Glaive. Okay, nehmen wir auf jeden Fall die Glaive. Weil die kann ja nur der Demon Hunter kriegen. Was gut und schlecht zugleich ist, weil... Also, hat halt weniger Chars zur Auswahl, die es kriegen können. Aber, wenn so ein Teil droppt, oft ist man dann halt vielleicht der einzige Demon Hunter. Oder ich habe auch so ein Agi-Dolch oder Demon Hunter-Glaive in den anderen Dungeons schon als Temok-Roy gewonnen, ne? Weil halt keiner das sonst brauchen konnte. Deswegen, ja, die kriegst du halbwegs gut, aber im Gewölbe war ich halt noch nicht unterwegs. Und dann ist das jetzt hier auf jeden Fall eine nette Sache. Na komm, die können wir auch gleich anlegen, oder? Die ist sogar besser vom Item-Level her. Perfekt. So, dann gucken wir mal. Priester haben wir als nächstes. Ne, das ist ein Set und ein Ring. Heißt, das brauchen wir alles nicht. Mit dem haben wir aber Sachen, die ich upgraden kann. Also nehmen wir hier auf jeden Fall mal die Marken. Und dann tauschen wir die einmal. Also ich habe nochmal nachgeguckt, ne? Ich hätte da einmal Schuhe. Genau, hier. Die müsste ich einmal upgraden. Und die könnten wir dann sogar auch noch in den Katalysator packen für die HC-Schuhe. Also da gibt es Double T-Mock quasi. Einmal das Grund-Item, ne? Und dann auch nochmal zwecks Tierset. Oder halt, ne, die so aussehen wie Tierset. Gut, also dann packen wir es mal hier rein. Und dann fliege ich mal noch hoch. Gut, also jetzt packen wir es rein. Genau, da haben wir das Set. Also da muss ich sagen, WoW Think ist da schon echt nett für sowas, ne? Vor allem für diese ganzen Set-Sachen zum Rausgucken. Als nächstes haben wir noch einen Krieger. Ja, weil das ist schon mal nix hier auf den ersten Blick. Double Trinket und einmal eine Hose. Boah, meine Trinkets sind halt... Also zumindest das eine ist halt richtig schlecht, ne? Ah, ne. Das war der Hals. Moment, ich hab mich verguckt. Na gut, egal. Wir nehmen die Marken. Die Marken. Jetzt gucken wir mal kurz. Hat der irgendwas zum Upgraden? Ne, es ist schon alles soweit. Okay, können wir weiter. Dann haben wir einen Paladin am Start. Zweimal einen Ring. Schau mal an. Und hier Hände, die ich nicht brauche. Belastend. Jetzt gucken wir mal. HC-Set. Habe ich auch nichts, was ich mit dem upgraden kann. Das müsste auf Mythic. Nö. Das ist jetzt bei dem. Gibt es auch nichts Tolles. So, dann haben wir jetzt hier den richtigen Magier. Mal gucken. Hier bräuchte ich die Marken, außer wir ziehen jetzt irgendwas Tolles raus. Nee, das ist ein Set-Teil, das brauchen wir nicht. Die Handgelenke brauchen wir auch nicht und das hier auch nicht. Okay. Heißt, wir können jetzt die Marken nehmen, ein Item upgraden, das müssten die Schuhe sein. Und die dann auch wiederum in den Katalysator packen. Jetzt gucken wir mal, was haben wir denn da für nette Schuhe? Ah, schau mal an, die bringen mir sogar aus dem Gewölbe von Razageth. Bringen mir die sogar ein T-Mock so und dann auch nochmal ein T-Mock für das Set-Teil. Achso, ich muss die nur einsetzen, sonst wird es natürlich nichts. Schwierig. Nochmal, haben wir noch irgendwas anderes? Ah ja, guck mal, hier. Das kann ich sogar auch noch hochbasteln. Und die können wir jetzt auch noch hoch. Noch mal ein T-Mock. Und dann packen wir es noch in den Katalysator. So, also die hier wollten wir reinpacken. Und dann kriegen wir quasi das Set auf HC.
Gut, die anderen Sachen, die müsste ich schon haben. Wenn wir jetzt hier schon mal sind, können wir es mal kurz checken. Aber da dürfte nichts sein. Haben wir natürlich alle schon. Okay. Dann haben wir als nächstes einen Hexenmeister. Der hätte jetzt auch zwei Sachen, die ich upgraden könnte, über Marken. Mal gucken, was er hat. Set und ein Stab. Okay. Gar nicht so verkehrt. Dann können wir nämlich die Marken nehmen und die Sachen hochbasteln. Also ich habe jetzt auf Think schon mal geguckt. Aufladungen müsste er zwei haben. Ihm fehlen quasi nur die Marken. Und zwar muss ich upgraden Schuhe und Brust. Schauen wir mal, dass er genug von den anderen hat. 75. Schauen wir mal, ob das reicht. Die Schuhe... Warte mal. War ich gerade beim falschen Char? Häcksler? Ach nee, die Hose hat der. Die Schuhe hat ein anderer. Den muss ich halt auch noch machen. Okay, dann tun wir das jetzt hier mal upgraden. Die Hose. Und die Brust auch auf 5. Und dann kann es einmal zum Katalysator hochgehen. Ganz andere Spaß, der passt. Ja, jawollo. So, okay. Dann packen wir das jetzt hier mal rein. Muss mal gucken, wie viele Teile brauche ich denn noch. Aktuell sind es noch 5 HC-Set-Teile. Wenn ich die 2 reinpacke, sind es halt nur noch 3, ne? Also die Hose ist auch noch dabei. Da werden die Sets langsam voll. Dann haben wir als nächstes einen Evoker. Und jetzt gucken wir mal, was hat der Schickes? Die Schuhe vielleicht? Ne, Hals und Trinket. Gut, dann nehmen wir hier auch die Marken. Jetzt gucke ich mal, laut WoWThing hat der nichts zum Upgraden, was Set angeht. Aber vielleicht hat er ja ein Einzel-Item, was wir hochbasteln können. Ne, das ist alles zu low. Ne, schade. So, als nächstes haben wir noch einen Schurken. Das ist ja mal kompletter Rotz. Kompletter Rotz. Schade, schade. Trink hätte er schon brauchen können. Jetzt an Gear-Items ist nichts dabei. Da bräuchte ich Mythic-Marken. Ne, sieht schlecht aus. Dann haben wir einen Hunter. Und mit dem könnte ich die Hosen upgraden, falls der jetzt nichts Gutes drin hat. Setbrust, Schultern, Ring. Okay, dann nehmen wir auf jeden Fall die Marken. Und ich hoffe, dass der dann auch ein paar Drachenwappen hat. Halt, stopp, wir müssen erstmal hier noch was kaufen gehen. Also 3 Stück. Und dann habe ich einmal hier die Hosen. Oh, schau mal, das kann ich sogar auch noch upgraden, die Schuhe. Okay, dann haben wir sogar 2 Sachen. Also erstmal... Achso, ich habe es wieder nicht gelernt, ne? Einmal zu voreilig, da haben wir sie, die Teile. So, da la. 3 und Nummer 3. Also, dann packen wir jetzt die Schuhe rein. Und die halt. Ach, das packt wieder. Manchmal, wenn du es zu schnell reinpackst, dann will er es nicht. Also, das auf 5. Und dann flattern wir hoch und packen es in den Katalysator. Gut, also dann rein mit dem Teil. Wunderbar. So, Dollar. Dann haben wir jetzt noch einen Deka. Das können wir brauchen. Die anderen 2 Sachen sind eh Schitte. Und das habe ich schon gesammelt, aber ich müsste es einmal upgraden, so wie ich das sehe. Die Schultern sind jetzt nicht unbedingt besser. Also das bleibt sich gleich. Wobei, wenn ich sie upgrade, ne, dann haben sie ein höheres Item-Level. Dann können wir sie, denke ich, mal anlegen. So. 5. Da brauche ich Mythic-Marken. Okay, da scheint jetzt nichts dabei zu sein. Jetzt legen wir die mal kurz an. Und jetzt gucke ich aber nochmal. Nee, auf WoWThing ist auch nichts dabei. Okay, passt, sind wir mit dem auch fertig. Dann haben wir als nächstes einen Hexenmeister.
Und so wie ich das sehe, könnte ich mit dem die Marken gebrauchen, um was abzugraden. Gut, die Items, die wir gekriegt haben, sind eh für den Sack. Und dann, was waren das? Ich glaube, die Schuhe kann ich mit dem upgraden, ne? Wenn ich das recht sehe. Schuhe? Nee. Warte mal, habe ich andere Schuhe noch irgendwo? Ah, warum habe ich denn die niedrigeren Schuhe an? Also die kann ich upgraden und kann da noch was Besseres rausziehen. Gut, da brauche ich Mythic-Marken. Okay, ja, dann müssen wir die Schuhe einmal upgraden und sie dann in den Katalysator hauen. Also, naja. Das Problem wie immer, die Dinger müssen wir natürlich anklicken, sonst geht nichts. Was haben wir denn da noch? Ach gut, dass ich drüber fahre. Wollte gerade sagen, das sieht doch so aus, ob man das vielleicht auch upgraden könnte. Da. Noch ein Item. Und das her von Terros aus dem Gewölbe. Das mir direkt einen T-Mock bringt. Das könnten wir jetzt eigentlich auch anlegen, das ist besser. Dann flattern wir mal auf und packen die Schuhe noch rein. So, ich habe jetzt, doch, ich habe zwei Auflagen. Theoretisch könnte ich die Brust... Wobei, machen wir es mal nett. Weil eventuell die Woche ist Time Walker, ne? Wenn ich da ein Item kriege, dann kann ich das Time Walker-Teil gleich upgraden. Lass mal die Aufladung lieber mal. Gut, dann haben wir als nächstes einen Magier. Ah, guck mal, der hat da noch ein Item, was wir nehmen könnten. Zum Upgraden, ja, dann nehmen wir doch die Upgrade-Tokens, also das hier, den Rücken. Andere Gedönse brauche ich nicht, so wie es aussieht. Ah, ich habe da schon einen höheren, aber eigentlich, warum habe ich den dann nicht abgegradet? Weil ich müsste dann wahrscheinlich gar keine Wappen brauchen, ne? Ich habe auch schon vorher welche gehabt. Weird. Halt, den wollten wir upgraden. Na, seht ihr, das kostet mich gar keine. Also ein bisschen komisch. Bisschen komisch tatsächlich. Dann haben wir jetzt noch einen Evoker. Der hat sogar ein Item, was ich upgraden könnte. Oder der hat natürlich ein Item drin, was ich so brauche. Auch was aus Abarus. Tarquili-Angriff. Ah, da brauche ich noch relativ viele Sachen bei dem Boss. Ja gut, dann muss das Upgrade-Item wohl leider warten. Und wir nehmen hier das Teil. Nö, besser ist es jetzt aktuell gar nicht. Ja, gut. Aber ich kann es jetzt trotzdem mal anlegen, weil wenn ich es upgrade, dann ist es auf jeden Fall höher, ne? Als das andere Teil hier. Auf 5 wollen wir. Perfekt. So, ihr habt schon mal grob drüber geguckt. Hier bei dem Hunter würde ich noch die Taille upgraden wollen. Schauen wir mal, haben wir hier was dabei? Ne, dann nehmen wir die Marken und basteln das doch mal ein bisschen nach oben, das Teil. Was haben wir hier unten noch? Schuhe, die habe ich aber anscheinend schon voll ausgemaxt. Dann muss ich mal nochmal gucken, ob wir noch irgendwas machen können. Also gut, die Taille, ne, das ist ein klarer Fall. Die anderen Sachen passen soweit. Und der Kopf, gut, da würde ich halt die Mythic-Marken brauchen, ne? Aber da haben wir leider keine von. Also wird es wahrscheinlich bei dem einen Item hier bleiben, bei dem Gürtel. Es gibt viel zu tun. 5. Wunderbar. Dann habe ich jetzt einen Schurken und mit dem könnte ich auch was upgraden. Jetzt gucken wir aber erstmal, nee, der Kopf ist nix, das ist auch nix, auch nix. Okay, hier haben wir nämlich einen Gürtel, den müsste ich upgraden und dann noch in den Katalysator packen. Da würde ich nämlich noch ein Thema quasi rausbekommen. Ja, Drachenwappen hat er zumindest auch ein paar, weil der ist noch relativ niedrig auf 93, ne? Heißt, da müssen wir den vollen Upgrade-Weg... achso, die Teile muss ich... ich hab's nicht umgetauscht, ne? RIP! Nochmal zurück. Erst umtauschen, einsetzen und dann können wir upgraden, ne? Eins nach dem anderen hier.
So, okay. Gut, jetzt müsste ich genug Marken haben. Ich Schauen tue wir meine mal. Pflicht. Also, packen wir das rein auf 5. Genau, da sind genau alle Drachenwappen weg, die ich habe. Und jetzt ist es 506, also HC-Item-Level. Und jetzt können wir es in den Katalysator rein. So, da. Here we go. Ich habe sogar nur eine Aufladung auf dem Schurken, ne? So, hätten wir das auch. Können wir jetzt wieder wegporten. So, da, dann haben wir als nächstes einen Krieger. Und mit dem kann ich auch noch eine Hose theoretisch upgraden. Jetzt gucken wir, was wir hier drin haben. Dreimal nix. Okay, dann nehmen wir auf jeden Fall die Marken. Und auch hier muss ich die Sachen einmal upgraden und dann noch in den Katalysator packen. Checken wir aber das Gear nochmal, ob wir da vielleicht noch ein anderes Teil haben, was auch noch ein T-Mog bringt. Also die Hände, die sind schon mal nix. Die Hose. Ah ja, genau, die Hose ist das Teil, was ich brauche. Bild ist auch nix, das auch nicht. Da brauche ich die Mythic-Marken am Ende. Nee, also da haben wir tatsächlich nichts dabei. Ist es nur die Hose tatsächlich. Ich biete euch meine Hilfe an. Bleibt Gut, die Hose rein hier. Haben wir sogar noch zwei Aufladungen, also alles easy, so wie es ausschaut. Und bam. Dann haben wir als nächstes noch einen Schamanen. Und mit dem brauche ich, glaube ich, nichts upgraden, so wie ich das sehe. Wir haben einen Kopf aus Abaros. Ja, den nehmen wir doch. Perfekt. Perfekt. Auch wieder Zerquili-Angriff. Quali-Angriff, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Ist auch egal. Den können wir dann gleich anlegen. So, was haben wir hier? Nee. Den ziehen wir nicht an. Der hat ja hier schon höhere Sachen. Da bräuchte ich dann die Mythic-Marken tatsächlich. Gut, dann tun wir den auf jeden Fall mal auf 5 hochbasteln. Gut, da hätten wir jetzt die höheren Marken gar nicht gebraucht für. Tatsächlich. Da brauche ich auch Mythic-Marken. Hier auch, ne? Tja, schwierig. Nee, da kommen wir jetzt aktuell noch nicht hin. Aber zumindest das eine Teil. So, dann haben wir jetzt noch einen Monk. Und was haben wir da Schickes? Aha, das hätte ich gedacht, dass ich es vielleicht noch brauchen kann, ne? Die Hose nicht, den Ring nicht. Nee. Und da sind wir eigentlich auch schon mit dem HC-Set fertig. Wir nehmen trotzdem mal die Marken. Vielleicht ist ja noch irgendwas anderes dabei, was ich benutzen kann. Schaut jetzt eher nicht danach aus, wenn ich jetzt hier so grob drüber gucke. Nö, aber wir tauschen es trotzdem mal ein. Eventuell kommt ja da noch mal was. Eventuell. Habe ich im Inventar noch was liegen lassen, aber da sehe ich jetzt auch nichts. Als nächstes haben wir dann noch einen Priester. Und was hat der Schickes drin? Ne, das brauche ich alles nicht, oder? Ne, 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 ne. Okay, nehmen wir auch die Marken. Dann haben wir als nächstes noch einen Evoker. Und was hast du Schönes drin? Oh, was ist denn das für ein Stab? Den brauche ich nicht. Ring brauche ich nicht. Rip, alles nix. Muss ich mal gucken. Chromogos ist das? Nee, der hat auch nichts mehr, was ich glaube ich upgraden müsste. Nee, schaut schlecht aus. Dann haben wir einen Paladin. Was ist das? Ein Schild. Gürtel, Ring. Schade. Es ist jetzt schon ewig kein T-Mog mehr dabei gewesen, ne? Ganz schöne Flaute, was die T-Mog-Sachen angeht. Upgraden können wir hier, glaube ich, nix. Ne, schade aber auch. Dann haben wir noch einen Worry am Start. Und der kann, glaube ich, noch einen Kopf upgraden. Schauen wir mal, was haben wir hier? Hals, Schultern. Ja gut, dann nehmen wir auf jeden Fall die Marken. Und packen die einmal in den Kopf rein, den wir hier haben.
Und zwar muss ich den auf 5 von, wie viel sind es, 8 oder so upgraden und dann oben in den Katalysator wieder stecken. Dann müsste ich quasi den HC-Kopf T-Mog bekommen. Zumindest das, wenn schon direkt nichts droppen will. Zumindest das. So, Kollege Schnürschuh. Mal bitte den Kopf auf 5. So, jetzt schauen wir mal. Also, den haben wir jetzt hier drin. Und dann haben wir hier das Set-Teil. Wunderbar, wieder eins mehr. Bauen wir uns mal noch weg hier. Dann haben wir jetzt noch eine Hunter am Start. Irgendwas zum Upgraden. Nö, hat jetzt nicht so ausgeguckt. Ah, die hätten wir da jetzt auch schon ein paar Mal bekommen. Ja, das brauche ich nicht. Dann nehmen wir hier die Marken. Da ist auch nichts dabei. Das ist unten mein Speedgear, ne? Was ich mit dem Char quasi hier mal gefarmt habe vor langer Zeit. So, ich habe jetzt gerade schon beim Magier das Gear durchgecheckt. Da ist jetzt nichts dabei, was ich upgraden müsste. Jetzt hoffen wir mal, dass wir hier noch was kriegen. Ne, Umhang. Brauchen wir alles nicht. Dann nehmen wir wohl auch bei dem hier einmal die Marken. Das müsste jetzt, glaube ich, eh schon der letzte Char sein, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre. Muss ich gleich nochmal nachschauen. Wir haben aber eh noch ja die zwei offen, wo ich mir nicht sicher war, welches Item ich nehme. Ich meine aber, dass ich keins von diesen auswählbaren Items bekommen habe in den anderen Vaults. Also, ja, müssen wir uns trotzdem noch entscheiden. So, jetzt bin ich auf den Monk zurück. Wir sind mit den normalen Chars alle durch. Und das war jetzt einer, wo ich zwei Sachen hatte. Das ist jetzt immer noch so, dass ich die Hände und die Brust drin habe. Ich habe jetzt aber mal nachgeguckt. Ich brauche bei Tharkerev nur noch die Hände. Heißt, wenn ich die weg habe, müsste ich den Boss nicht mehr machen. Und da es ja genug Bosse sind, um den Vault eh voll zu machen, wäre es wahrscheinlich das sinnigste, Tharkerev einfach wegzubekommen, ne? Zumal die Endbosse sind mit Abstand immer die ätzendsten und da wipen die LFR-Gruppen rum, heißt, das zieht sich für einen Boss damit eigentlich immer am längsten. Nehmen wir die Hände, die Brust ist halt auch aus dem Raid, aber das ist halt beim Tarquili-Angriff. Und was ich da gesehen habe, wo ist er denn drin hier, da brauche ich eh noch zwei Lederteile, seht ihr, die Schuhe und die Brust, also muss ich da eh nochmal mit X-Leder-Chars rein, selbst wenn ich das eine jetzt nehmen sollte, wisst ihr. Also ich denke mal so rum sinniger. Jetzt die Hände, achso, upgraden muss ich sie noch, ne, klar. Ups, das war jetzt ein bisschen zu weit. Upgraden wollen wir sie noch. Und dann müssen wir auch noch auf dem Shami gucken. Da waren es auch zwei Items, aber ich meine, dass ich da auch nichts gekriegt habe. So, locken wir weiter. So, dann sind wir auf dem Shami. Und anscheinend brauche ich jetzt hier nur noch ein Item. Also eins habe ich anscheinend bekommen. Ich glaube, den Kopf, oder? Müsste es gewesen sein. Jetzt ist hier nur noch der Streitkolben drin, einhändiger. Und dann nehmen wir den doch gleich. Der ist aus dem Gewölbe. Wunderbar. Also hat sich's da schon mal gelohnt, quasi zu warten. Und den können wir dann auch upgraden. Beziehungsweise tatsächlich auch anlegen, ne? Oi. Ah, jetzt ist er drin. Okay, wollte gerade sagen. Und dann können wir mal gucken, wo wir stehen, itemtechnisch. Jetzt haben wir ja, ja, ein paar Sachen waren es jetzt natürlich wieder. Also zum einen können wir jetzt mal kurz gucken wegen dem HC-Sachen. Ja gut, ich habe jetzt schon 81% von den HC-Sets, ne? Beim Schurken fehlen mir noch richtig viel. Aber ich habe jetzt schon einige HC-Teile jetzt darüber upgraden können mit Sachen. Normal und LFR, wie gesagt, ist fertig. Und jetzt hier bei den Dungeons. Am Mithrasil, klar, da habe ich jetzt das eine Teil bekommen. Ne? Drei hatten ja noch gefehlt, jetzt sind es nur noch zwei. Aberus sind es jetzt hier noch 11 und 8. War es richtig runtergegangen. Und hier im Gewölbe sind es halt immer noch 80 und 21. Wobei, da glaube ich auch sehr viele Set-Tokens drin sind, ne? Jetzt hier zum Beispiel 4, 3, 3, 2, ne? Also das sind alleine schon mal 10, 12 Sachen nur für Set-Tokens bei dem einen Boss. Dann hier sind es auch nochmal 10, 13, also 25 Set-Dinger.
Dann hast du hier 5, also 30, 37. Da 40, 48. Halt, stopp. Bei dem droppen auch Tokens, ne? 48, 50, 55, 56, 58. Also 58 Items von den 80 sind alleine Set-Tokens, die ich da ja gar nicht rauskriegen kann, ne? Weil das ja von der ersten Season die Set-Dinger sind. Also sind es die Differenz, sind 22 Items tatsächlich nur. 21 hier, 22 hier. Also es sind sehr, sehr wenige Sachen, die ich eigentlich jetzt noch aus den verschiedenen LFRs brauche. Ja gut, mal gucken, wie es die nächsten Wochen weitergeht da. Ich glaube, die Woche werde ich keinen LFR laufen, sondern halt wie gesagt, Timewalker-Woche ist und wir haben ein bisschen Timewalker machen. Und vielleicht auch das Panda-Remix, da muss ich mal schauen. Also zum LFR werde ich wahrscheinlich nicht kommen. Aber mal gucken, ob wir nächste Woche trotzdem das ein oder andere im Vault haben. Juti, damit sind wir tatsächlich tutti kompletti durch mit den ganzen Vaults. War jetzt wieder ein langer Ritt. Und ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr so bekommen habt. Ich verabschiede mich an der Stelle, euer Tela. Bis zum nächsten Mal. Ciao.